Hallo Welt, da sind wir wieder, hier in der Kinderkrippe Greentop. Und nachdem wir das Gerüst hier abgenommen haben, wird man sehen, was sich darunter befindet. Unter diesem Turm, vielleicht ein Lampenschirm, ja, vielleicht, es könnte sein. Wir haben aber noch einiges hier am Dach zu tun, das Dach ist noch nicht ganz zu. Und da kommen wir auch gar nicht mehr durch, wie sind wir denn da überhaupt draufgekommen letztens? Die letzte Folge ist schon wieder so lange her. Nein, ich hatte eine kleine Pause zwischen den Aufnahmen. Und da muss ich doch erstmal gucken, wie wir hier raufgekommen sind. Na, wir schaffen das schon. Nein. Aufheben. E. Durchgehen. Abbrechen. Und das sind wir schon. Ja, hier gibt es dann wohl doch noch einige Sachen, die nicht so wollen, wie wir gerne wollen. Ich glaube, hier oben die Teile sind auch falsch gesetzt, deswegen können wir an dieser Stelle wohl auch kein Dach draufsetzen. Oder wie sieht das aus? Du, da geht schon wieder los. Oh nein, nicht schon wieder diese verrückte Melodie. Schlumpfine! Ah, ich vermisse Schlumpfine. Ich mochte die als Kind. Aber ich mochte auch die anderen. Moment, das ist... Wieso fange ich immer mit der Melodie an in letzter Zeit? Also im letzten, entweder in der letzten oder vorletzten Folge irgendwann, kam die Melodie auch schon mir so in den Sinn. Ja, ich bin dafür, dass wir hier diese Teile falsch gesetzt haben. Also das gehört eigentlich auf die andere Seite. Können wir das nicht mal ganz kurz hier abstellen? Hier wäre ja auch schön, wenn das hier so hinpassen würde. Nein, will es nicht. Dann lagern wir es erstmal ein. Dieses hier gehört nämlich hier rüber, komischerweise meine ich, oder? Ach, das geht jetzt nicht, weil wir die Wände dort rausgenommen haben. Ja, ich verstehe schon. Und hier geht es nicht, weil, ja, weil die Wände hier raus sind. Und wie machen wir das dann jetzt? Wände wieder reinsetzen, oder? Das wäre doch die einfachste Lösung für diese Geschichte. Das war übertrieben viel Wand für meinen Geschmack. Ja, was ist denn hier die Innenseite? Das mit der Ecke gehört nach innen, okay. Also damit hat es dann scheinbar doch nicht so viel zu tun. Dann müsste aber dieses wenigstens auf diese Seite gehören. Das ist schon mal richtig, das ist schon mal gut. Mehr wollen wir doch gar nicht. Das gehörte dann auch noch da drüben hin. Wenn wir das da rausnehmen und dafür dieses einsetzen, das ist immer noch das Richtige. Yep. Innenseite. Na, das will hier aber nicht so ganz. Kommen wir hier durch? Ja. Ja, da will es hin, aber da ist doch nicht richtig, oder? Oder? Nein, das müsste auf die entgegengesetzte Seite da drüben dann so rein. Dann wäre es richtig. Oder hier eben so rein. Das macht es uns auch nicht. So, so. So also. Aha. Und brauchen wir einen Beweis, dass es geklappt hat? Also da passt das Dach drauf. Haben wir da nicht schon ein Dach drauf? Nein, haben wir nicht. Und hier. Ja. Und hier. Nein. Ja, man sieht schon, es nimmt Gestalt an. Oh, da war es doch richtig schon. Aber dann kommen wir hier nicht mehr durch hier. Doch, kommen wir. Gut. Uah, ich dachte schon, wir stürzen ab. Der letzte Händler, der hier durchkam, hat mir von der Ghoul-Farm westlich von Zone erzählt. Er sagte, die hätten Teerbeeren in einem alten Swimmingpool angepflanzt. Hey, ist doch gut. Schön, dass sie nach den Ereignissen in Diamond City wieder auf die Beine kommen. Teerbeeren im Swimmingpool. Warum bin ich nicht darauf gekommen?
Ja, das ist doch mal eine Geschäftsidee, mein Freund. Terbären in einem Swimmingpool? Hey. Ach so, die eine Seite hat geklappt, weil hier das Teil da drin war. Ja, dann brauchen wir das hier nur noch einzufügen. Komm schon, da war es doch gerade. Das war doch gerade richtig. Yep. So dann. Und jetzt nur noch das hier drauf. Dann nehmen wir mal das Kaputte hier. Von der Seite wurde es vielleicht etwas stärker beregnet, berieselt und wir sind fertig. Sind wir wirklich fertig? Ich glaube, eins dieser Wände könnte noch falsch herumgesetzt sein. Aber ansonsten meine ich so weit, so gut. Oh, hier unten natürlich. Da muss hier wieder was rein. Da nehmen wir doch hier so eine Glasscheibe. Davon haben wir ja noch 9 eingelagert. Aber jetzt sind wir so weit, so gut, fertig. Ich meine, das hier ist irgendwie falsch. Es sieht nicht ganz richtig aus an dieser Stelle. Oder ist das die... Oder ist das... Ja, hier drunter, das kann auch sein. Ich glaube, das ist falsch. Das müssen wir uns von außen dann mal angucken. Oh. Da haben wir natürlich das Gerüst jetzt noch dran. Ach, so weit bin ich ganz zufrieden. Das hat zum Schluss dann ja doch ganz gut hingehauen. Nur das erste Teil, das war ein bisschen tüftelig und ein bisschen störrisch, sage ich mal ganz vorsichtig dazu. Jetzt nur nichts Falsches einpacken. Ja, was wollen wir eigentlich mit so vielen Wandteilen noch? Die brauchen wir doch gar nicht wahrscheinlich. Oh, hoppla. Hey, ich würde hier drauf wollen. Wollte ich gerade. Na, das geht auch nicht so. Oh, aber jetzt, wo ist so weit weg? Oh mein Gott. Komm schon. Ja, wirklich? Wir sind doch soweit fertig dann hier mit der Siedlung. Was wollen wir noch mit so vielen Einzelteilen? Ach, das eine hier. Kriegen wir das von hier aus vielleicht? Ja, wir kriegen und es ist fertig. Nein, nein. Wie ein Atompilz sieht es nicht aus. Es sieht aus wie gar nichts irgendwie. Aber wenigstens haben wir die Schräge da so hinbekommen. Und also den 3D-Effekt haben wir ganz sicher auf unserer Seite. Das hat geklappt. Oh nein, da ist ja einer abgebrochen. Hier auf der Seite fehlt einer. Den müssen wir noch schnell dran schrauben. Und dann, erst dann, liebe Welt da draußen, sind wir fertig mit unserem Gebäude für die Kinderchen. Damit sie was gucken können mit ihren Augen. Aber atompilzmäßig sieht es trotzdem nicht wirklich aus, oder? Vielleicht machen wir das nachher mit dem Licht noch. Vielleicht können wir da noch irgendwas mit dem Licht machen. Auch Licht kann was. Aber jetzt sollten wir doch mal zusehen, ob wir hier unten noch was reinbekommen. Das dürfte... Oh, wir sind ja im Baumenü. Wie lange soll ich V noch gedrückt halten? Hier unten, nämlich an dieser Stelle, da gehört dann so etwas dran. Das sollte relativ einfach gehen. So wünsche ich mir das zumindest.
Und da hätten wir gerne ein Glasdach, das in Ordnung ist. Wow. Warum nicht gleich so? Mann, haben wir uns vor 2 oder 3 Folgen, war das glaube ich, haben wir uns da abgequält? Mit der ersten Spitze oben. Nein, es hat überhaupt nichts von einem Atompilz. Aber es ist, nein, es fehlt ja oben auch noch was Wesentliches. Wir haben keine Leiter. Wie sollen wir denn da jemals wieder draufkommen, ohne Aufzug und ohne Leiter? Ja, ich weiß schon, es würde besser kommen, wenn wir hier die Ecken noch etwas ausfüllen würden. Das würde aber nicht weniger Frickelei sein, glaube ich. Das würde wieder eine ganze... Naja, wir versuchen es mal, wie einfach das geht. Vielleicht lassen sich die Teile ja einfach so da einsetzen. Aber ich denke mal, nein. Es würde wahrscheinlich nochmal so lange dauern, wie wir jetzt für das eine Teil, für diese Spitze hier gebraucht haben. Die anderen gingen. Wenn man einmal weiß, wie geht, dann geht's. Und überhaupt, wenn man einmal weiß, dass es überhaupt geht, dann geht's. Du, 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 ich bin so gut gelaunt, dass das so funktioniert. Ja, und wenn das hier noch reinpassen würde, ja, aber warum sollte es? Wahrscheinlich müssen wir da unten dann die Teile wieder abnehmen und na, das wäre wahrscheinlich schon dann schöner. Sollen wir das hier unten mal probieren? Das ist doch im Prinzip, hier unten ist doch das gleiche wie oben. Also wenn das hier geht... Dann brauchen wir nicht so den Nacken zu verrenken. Ja, dann geht's auch oben. Dann könnten wir theoretisch das auch hier reinbringen. Dann sieht es nicht ganz so spitz und unförmig aus. Dann sieht es doch vielleicht ein bisschen runder aus alles. Oder wir bauen das nur oben ein. Dann ja, versuchen wir das mal auf dieser Seite. Dann sieht es oben eben etwas runder aus, was mir schon ganz gut gefallen würde. Natürlich, wenn wir das unten auch reinbekommen würden, wäre das auch ganz nett. Aber nein. Nein, nein, da möchte ich nicht nochmal dran. Ich möchte es einfach nicht. Es wäre wahrscheinlich sogar machbar, ähnlich wie wir es in den letzten Folgen gemacht haben, aber nein. So, versuchen wir das doch mal hier und da kommen wir auch gleich hier oben schön aufs Dach. Da wollten wir sowieso nochmal oben drauf. Ja, riskieren wir das mal, diese zwei Teile hier einzulagern und dann so ein Dachteil hier reinzusetzen und es funktioniert hier. Gut, oben fehlt ja sowieso noch was, aber ich finde, dass das schon... Oh, das geht doch schon. Also dieses eine Teil, das setzen wir da noch ein. Ich frage mich nur, wie wir das dann zubekommen. Ja, das ist jetzt die große Frage. Wenn nicht, dann lassen wir es. Und wo wir gerade hier so stehen, können wir doch... Moment. Ja. Da können wir doch hier noch etwas machen mit Glas. Ja, da haben wir zum Glück noch ein paar eingelagert, aber... So einfach tut das dann auch nicht gehen hier. Tut das Note, dass das nicht geht? Wieso geht das nicht? Ah, ich verstehe, das ist ein Dach. Und um das hier zuzubekommen, müssten wir schon... Ja, so ein Dachteil nehmen hier. Mhm, ich verstehe. Ja, das ginge also, oder... Das hier geht, das geht überhaupt nicht. Oder wir tricksen es wieder aus, indem wir das hier unten nochmal reinsetzen. Jetzt sollte doch hier das Große reinpassen. Und zur falschen Seite, warum? Ach so, wir haben das falsch rum reingesetzt, das Fenster. Und jetzt sollten wir auch die Wände stellen können, oder etwa nicht? Etwa nicht.
Na, das wird aber noch, oder? Also nicht. Oh, das ist das gleiche Problem wie gerade. Ja, so langsam wird's was. Wand, Boden. Ja, dann nehmen wir doch hier, da das hier jetzt so einfach ging an der Seite. Ach so, wir wollten mal ausprobieren, wie wir das noch geschlossen hinbekommen dort einigermaßen. Auch wenn es so ein bisschen luftig ist hier draußen. Das hier zum Beispiel ist ja auch nur Deko. Aus Dekorationsgründen hier angebracht wird. Damit es so ein bisschen am pilziger aussieht. Nicht pelzig, sondern pilzig. Und hier können wir vielleicht doch auch noch. Naja, Glas werden wir wohl kaum da reinbekommen, oder? Wieder mit Schablonen. Och, von mir aus könnte das hier jetzt sogar auch aufbleiben. Gucken wir mal, ja, das Glas passt jetzt hier gut rein. Dann wäre das oben auch schön zu. Gucken wir mal, wie das so aussieht, wie das wirkt. Ja, da müsste oben natürlich noch ein bisschen was gemacht werden, obendrauf. Nicht mehr viel. Beinahe gut ist es so, wie ich finde. Ich frage mich, ob die Ecke, ob das jetzt besser ist. Also gefüllt ist die Ecke besser. Das finde ich auf jeden Fall. Nur, ob das besser ist, wenn hier jetzt diese Glasteile noch runtergehen, diese Glaswände, oder wenn wir die wegnehmen. Also so sieht es mit aus. Und so hier ohne gleich. Na, ich glaube schon fast jetzt, dass es besser mit Wand aussehen wird. Moment, 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 nein. Das ist also die richtige. Okay. Gut, 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 gut. Schwer zu sagen, jetzt ist es so dunkel. Na, dann gehen wir erstmal schlafen, aber ich glaube, die Wand könnte wegbleiben. Ja, ich glaube fast die Wand. Die nehmen wir als Stützwand, aber sonst braucht die nicht zu sein. So ein Dach ist drauf, zu ist das Ganze von allen Seiten. Ja, und Curie, du weißt schon, wir gehen wieder schön Haier machen. Oh ja. Ich fühle mich wunderbar erholt. Super, Curie. Wir werden auch bald wieder ein bisschen erkunden gehen, die Gegend. Aber wir haben hier noch das ein oder andere Bauwerk zu erstellen. Jetzt haben wir so viele halbe Platten hier, Wände. Scheint wirklich was zu werden. Das wächst aber schnell hier. Warum gehen wir ausgerechnet hier trinken? Überall auf dem Weg hierher standen schon diese Wasserpumpen. Naja. Morgengymnastik, morgendliche Betätigung hier.
Ich muss jemanden darauf ansetzen. Was habe ich denn jetzt gerade getrunken? War da unterwegs irgendetwas zu trinken? Ich glaube, nein. Ja, da sieht's doch schon etwas besser aus mit den Lichtverhältnissen. Okay, es scheint direkt hierher. Ja, aber ohne finde ich's gerade noch ein bisschen besser. Und wenn wir doch mal sagen, da fehlt aber was, dann können wir die Wände ja ganz schnell dort anbringen. Kommen wir, gehen wir erstmal rum und machen das jetzt auf jeder Seite so, damit wir das schön zu haben. Ja. Das hat doch gut geklappt, als wir oben auf den Glasdächern standen hier. Ich meine schon. Und dabei haben wir so gekämpft, um das hier reinzubekommen, oder? Oh, das ist manchmal so. Manchmal ist das so. Da muss man etwas kämpfen. Wenn man das so haben möchte, wie man es haben möchte. Und wie haben wir das hier hinbekommen? Naja, mit den Glaswänden, von denen wir ja noch viele haben. Auch hiervon haben wir auch genug. Dann nehmen wir die mal. Oh nein, wo sind wir? Ach, hier war ein Loch im Dach. Kann nichts passieren. Wir haben noch unsere Akrobaten-Rüstungsteile an. Ja, aber dann muss man wieder außen rum und nochmal hochlaufen. Ah, Löcher im Dach, ich verstehe. Und dann machen wir das mal gleich so hier. Wir haben ja jetzt gerade die Sachen in der Hand. Das da ist zu... Und das gehört noch zu... Hier ist ja schon ein Glasdach drin, eine Glasplatte. Hier fehlt noch eine. Und für die letzten zwei nehmen wir aber Glasplatten ohne Loch. Stehen wir falsch? So, rein damit. Ja. Oh, ich dachte schon. Der ganze Turm stürzt ein hier jetzt. Ja, wir sind fertig. Oh, Moment, Moment, hier oben. Da hätte ich aber auch ganz gerne etwas Einfacheres jetzt. Ja, wenn ich so ruhig bin, ich überlege dann immer, wie man das hier oben dann machen kann. Zum Beispiel, jetzt sind wir gerade hier oben. Was haben wir denn noch eingelagert? Das haben wir noch. Ja, so als Schablone kann man das ja mal nehmen. Ach so, das geht gar nicht. Und warum geht es jetzt nicht?
Eigentlich docken die doch immer ganz freundlich aneinander an, diese Teile. So hier vielleicht auch nicht. Was stimmt denn damit nicht? Das ist dann doch das höchste Gebäude hier geworden. Das sollte eigentlich nur so ganz klein da unten irgendwo rumwuseln. Das rumstehen, wollte ich sagen. Das sollte gar nicht so groß werden hier. Wie bekommen wir 8 Boden? Da stand es gerade. Wie bekommen wir den Boden hier wieder raus? Boden, Boden, Boden. Zeige dich, Boden. Ja. Dann geht es eben nicht mit dem Boden. Aber ich bin da doch gerade noch so ein bisschen experimentierfreudig und stur auch. Ja, da geht's ja doch. Die große Frage ist natürlich, ob das Ganze dann auch so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Also so. Na, ob wir das Innere hier nochmal rausbekommen? Ach so, ja. Eigentlich schon, wenn wir das hier jetzt rausnehmen. Den Boden, meine ich. Und jetzt können wir den ja problemlos nach außen setzen, genau. Dennoch bleibt es spannend, denn wir versuchen jetzt hier eben eine Wand dran, ein Dach drauf zu bekommen. Und ich sehe schon, das wird etwas... Das müssten wir, glaube ich, etwas anders machen. So bin ich jetzt gar nicht so sicher, ob das geht. Wahrscheinlich muss das hier raus. Das darüber. Und wo war es? Das Kleine vielleicht hier rein. Wenn eins mal steht, dann sollte der Rest gut funktionieren. Also, wenn wir das jetzt haben, diese Wand. Na, wir können ja auch gleich 2 nehmen. Die haben wir doch sowieso eingelagert. Dann vielleicht passt jetzt ein Glasdach, ein solchiges drauf. Der Rest sollte eigentlich jetzt funktionieren. Oh, wenn wir nicht runterfallen. Schade. Sind wir doch wieder runtergefallen. Wo war die? Da ist die Treppe. Warum bin ich nicht darauf gekommen? Fertig. Ich behaupte mal ganz frech, dieser Turm ist fertig. Oh. Seht ihr, liebe Welt, was ich sehe?
Er ist nicht ganz fertig. Aber wir haben vergessen, die Schablone wieder abzunehmen. Ja, aber das ist doch jetzt schon so weit, so gut. So gut wie fertig ist es schon. Das scheint mir doch etwas zu nah zu sein. Hey, bleib fern von unserer Treppe, ja? Bleibt er nicht. Der klammert sich an diese Treppe. Warum? Na. Er ist zwar nicht zu sehen, aber irgendwie können wir die Treppe... Ah, jetzt können wir sie auswählen, okay. Na, kommen wir da schon dran von hier aus? Wand, weg mit dir. Und die andere Wand, weg mit dir. Und jetzt nochmal. Fertig. Fertig. Fertig, fertig. Und wir gucken uns das Ganze mal aus der Ferne an, natürlich. Oh, wir haben ja noch den adretten Gentleman auf. Gut, also wenn man von hier kommt, dann spielt es ja jetzt nicht so eine große Rolle, aber von hier dann vielleicht schon... Ja, es sieht doch wunderbar abstrakt aus. Und was ist denn mit dem Licht in letzter Zeit immer los mit dem Himmel? Und mit ganz viel Fantasie sieht es vielleicht wirklich wie so ein Pilz aus. Naja, Atompilz kann man vielleicht noch nicht ganz dazu sagen, aber ja, mehr kann man glaube ich auch nicht machen, oder? Dann müsste das größer. Ja, dann müsste das 3, 4, 5 Mal so groß sein. Dann fallen diese Ecken auch nicht mehr so auf. Dann scheinen die aus der Entfernung zumindest eher wie Rundungen. Dann müsste man das über mehrere Ecken machen. Dann würde es so ein bisschen wie ein Atompilz aussehen vielleicht. Und nochmal die große Frage. Warum? Wir haben alles kindersicher gemacht und alles schön hier. Warum wollen wir jetzt da so ein hässliches Ding stehen haben, das... Im Entferntesten, wenn man ganz viel Fantasie hat, erinnert an einen Atompilz, ein Gebäude in Form eines Atompilzes. Spontaner Einfall oder überlegte, schwer kalkulierte Aktion. Von hier aus gefällt es mir, wir gehen aber hier nochmal weiter rum. Oh, ich glaube, genau an diesem Fleck sind wir noch nie gewesen vorher. Jetzt, genau hier auf diesem Stein standen wir noch nie. Naja, nur mal so nebenbei bemerkt. Könnte auch ein UFO sein. Für Kinder ist das doch schöner, sich anzugucken, als wenn da nichts wäre und alles nur grau. Ich denke schon und vielleicht und mit Sicherheit sogar werden wir später noch irgendwas mit Lichtern und so machen. Also wenn ich hier irgendwo vorspringe, das liegt daran, dass ich im Moment nur Augen für das Gebilde habe und nicht darauf achte, wo wir hintreten. Nicht gut in solchen Zeiten wie diesen. Es könnten ja auch mal Tretminen versteckt sein irgendwo. Okay, je näher man kommt, umso mehr verliert es dann den Effekt. Ja, wie gesagt, es könnte auch ein UFO sein. Ja, das kommt nachher mit den Lichtern und so.
Curie, wir sind noch nicht fertig. Wir dürfen noch weiter basteln. Hier passt mir etwas nämlich noch nicht ganz. Das Artillerieteil zum Beispiel. Natürlich gehört hier auch noch so ein kleines Dach drauf. Halt, Moment mal. Wer bist denn du? Zugewiesen bist du? Na gut, ich dachte, da wäre jetzt jemand Neues. Da sind zwei neue gekommen. Du scheinst mir neu zu sein. Wo ist der? Ach so, sie ist schon für den Getränkeautomaten zugewiesen. Sie hier, ja, das passt ganz gut. Und du scheinst mir auch neu zu sein. Schau mal eine an. Wir haben doch noch was für dich entdeckt hier. Damit meine ich nicht die Plünderstation. Nein, die meine ich nicht. Nein, vielleicht meine ich eher dieses Stück. Oder dieses Stück. Ja, Klingenkorn. Warum ist das mal gelb und dann nicht gelb? Das grüne Gelb meine ich. Also warum ist es grün und dann mal wieder nicht grün? Und das war gerade oben doch bei der Auswahl der Wände auch schon so ähnlich. Du, Klingenkorn. Ich habe gehört, du magst Klingenkorn. Und schau mal hier, Klingenkorn. Super, sie freut sich. Das freut mich, dass sie sich freut. Ja, die Moral ist allerdings bei 66 geblieben. Ich bin dafür, wir huschen mal ganz schnell in die Falle. Und damit wir dann ganz schnell rüberhuschen können zu der Slocke, um mal zu sehen, ob es dort noch etwas Wasser gibt für uns. Guten Morgen, Schatz. Guten Morgen, Curie. Wir sollten etwas essen, denn es kann ja immer passieren, dass wir unterwegs einen Händler treffen. Lukas Miller hält sich oft hier in der Gegend auf, haben wir festgestellt. Yaoguai-Braten, der müsste uns doch sofort satt machen. Von hungrig auf ganz satt, oder? Gut genährt, alles ist gut. Ausgetrocknet ein wenig. Intelligenz minus 1, das mag ich aber auch nicht, dass wir unintelligent hier rumrennen. Noch unintelligenter. Ja, das ist aber nicht so schön. Komm mit, Curie, wir reisen. Eine weite Reise. Bis zu der Slock. Der Yaoguai ruht sich hier immer noch aus im Gebüsch. Schön im Schatten hat er sich hingelegt. Kuschelt ein wenig mit dem Versorger. Der hat's gut. Die haben's gut. Die haben noch was vom Leben. Ja, ja. Und wir nicht? Jo, wir doch auch. Das sind auch alles negative Sprüche. Die kann man sich mal ganz schnell abschminken hier. Wir haben alle was vom Leben. Natürlich. Es ist unser Leben. Na, jetzt fange ich aber an. Ein Red-Hirsch. Ein Red-Red-Hirsch. Ein Albino-Hirsch. Liebe Welt da draußen. Nicht die draußen. Liebe Welt da draußen, wollte ich sagen. Unser Kanalmaskottchen, da ist es wieder. Und diesmal sogar in der richtigen farblichen Stimmung. Oh ja, wir beobachten die friedlichen Red-Hirsche. Okay, er steht ein wenig hier im Schatten, vom Schatten verdeckt. Ist es nicht schön? Anmutig. Prachtvoll. Sehr scheu. Und was die so können? Der kann im Liegen, kann er schleichen, irgendwie. Das sieht gruselig aus, was er da hinten macht. Nicht auf den Roten achten, der Weiße ist es. Jetzt steht er schön im Licht. Da könnte man einen schönen Screenshot machen, aber das ist irgendwie zu klein. Zu weit weg. Ich traue mich nicht näher dran, sonst, die sind so scheu. Sonst hauen sie nachher noch ab. Ah, jetzt hat er sich hingelegt. Wie niedlich.
Na, nur der Rote, der verhält sich irgendwie merkwürdig. Na gut. Haben wir genug geguckt? Hier haben wir unser Kanalmaskottchen nochmal und wir ziehen weiter, ohne sie zu erschrecken natürlich. Red-Hirsche stehen bei uns unter Naturschutz. Die werden nicht gejagt. Ich glaube, wir haben sogar mal eine ganze Red-Hirsch-Familie gefunden. Also auch kleine, meine ich, waren dabei. Das Ganze ohne Mod. Oh, oh, wenn sie sich unbeobachtet fühlen, dann machen die diese, ich sag mal, gruseligen Sachen, wenn sie unter sich sind. Ja, sonst fühlen sie sich zu beobachtet, aber jetzt sieht man mal, ja, so verhalten sie sich, wenn sie sich unbeobachtet fühlen. Ich könnte stundenlang dabei zusehen, wie schön. Naja, aber ich dachte, die machen auch mal irgendwas. Wollt ihr nicht was fressen mal oder trinken oder hüpfen? Was weiß ich? Was macht ihr sonst so? Das ist auch langweilig, dazu zu gucken. Nein, ich find's. Nein, das war jetzt nur ein Scherz. Ich find's gut. Ich mag die. Pak Brahmin, Versorger von uns. Ja? Schon gekleidet. Ja, ja. Ja, ich denke, von der Aufnahmesession für mich ist es dann heute hier auch die letzte Folge. Denn nach so ein paar Minuten ist dann auch die Luft mal raus. Ja, was heißt, die Luft ist raus? Ja, so, das hört sich jetzt an, als ob die Luft raus wäre. Das meine ich gar nicht so. Nein. So meine ich gar nicht. Aber es reicht doch, oder? Jetzt. Hey, konnten wir das doppelt ernten hier gerade? Und wenn wir da nochmal hinlaufen, können wir dann vielleicht noch einmal ernten? Na, ich glaube, irgendwann ist Schluss. Vielleicht gibt es hier irgendwo einen Trigger, der ihn nochmal neu wachsen lässt. Was? Was ist, was? Ja, Wasser wollten wir holen, genau. Halt, Moment, du bist doch auch neu. Du bist neu und du bist neu, oder? Nein, du hast schon was zu tun. Pff, ich mich jetzt erschreckt. Bevor wir es vergessen, holen wir mal unser Wasser. Du bist auch nicht neu. Du hast sogar schon das richtige Kleid an. Das richtige Kleid an. Habe ich mich angehört wie ein Ghoul? Na, ich glaube, das können wir besser noch. Ja, was gibt's denn sonst noch Schönes bei euch? Habt ihr auch Geld gemacht hier? Ein paar Kronkorken für uns. Das Geld der Zukunft. Oh, ich habe das schon tütenweise hier rumstehen. Musst du ausprobieren. Der Hammer. Ich dachte, hier steht einer. Das war eine Melone und da ist nur so ein Schild, so ein Holzbrett. Ja, kein Doc Weathers hier. Spielautomaten musst du ausprobieren. Der Hammer. Und 20 Leute sind schon hier. Da sind aber einige dazugekommen. Du stehst. Oh, Moment. Du hast dich doch hier zugewiesen. Ja, gut. Dein Gesicht habe ich mir gemerkt. Also, du passt schon so ein bisschen hier rein in die Siedlung. Lassen wir dich mal da. Sonst hätte ich dich jetzt ganz gerne wieder rübergeschickt. Aber da ist mir noch eines aufgefallen. Wo bist du? Bist du? Schwer zu sagen. Ob er jetzt ein guter Verkäufer wäre oder eine gute Verkäuferin, weiß man jetzt nicht. Was? Ich meine... Was? Ja, ich wollte gerade sagen, was. Ich meine... Ja? Nein. Ja, ich meine... ja, genau. Ich meine... Wenn du Hilfe brauchst, kann ich mir dich mal ansehen. Warum? Nur weil ich die Dinger hier pflücke? Das sind Tattoos, die sind gut für Klebstoff nachher. Was wollte ich gerade erzählen? Ich meine, ja.
dass Erne, der gerade da stand und sich dem Feld selbst zugewiesen hat, wie ich glaube. Ich glaube, der hatte nämlich vorher gar nichts zu tun. Und er hier sieht auch so aus, als müsse er nicht unbedingt auf dem Feld arbeiten. Aber auch der kann ruhig hier bleiben. Als ich ihn angesehen habe, dachte ich, ich frage ihn lieber nichts weiter mehr. Ja, und ich dachte, der wäre neu gewesen gerade. 20 Leute, ich bin mir sicher, es sind ein paar neue Leute dazugekommen. Was? Nichts. Neue Leute sind dazugekommen, habe ich gesagt. Warum? So neugierig. Du. Auch schon zugewiesen. Sie ist auch schon zugewiesen. Guck nicht so. Nicht so gucken. Diesen und? Spielautomaten musst du ausprobieren. Der Hammer. Der Hammer, ja. Was machen wir nur? Ach so, ja richtig. Gucken wir doch hier mal in das Voltec-Bewohnerverwaltungssystem rein und gucken mal in die Beschäftigungsübersicht. In die Beschäftigungsübersicht. Jetzt hat's geklappt. Er rechnet, er rechnet, er weiß noch nicht. Und wir haben 6 Farmer, 3 Wachen, eine Karawane, einen Schneider, einen Arzt und einen Schrotthändler. Scheinbar also niemanden, der Arbeit sucht. Ja, das macht zusammen 20. Macht es doch gar nicht. Das macht 10, das macht gerade 13. 7 Leute sind ohne Beschäftigung hier, meine ich. Wo sind die denn alle? Oben wahrscheinlich. Ja, Stellen für Arbeitssuchende finden. Keine Jobs verfügbar. Wie bitte? Das ist nicht richtig. Der Automat ist kaputt. Und Stätten des Wissens aufspüren. Ich bin sicher, es gibt noch einige davon. Ich kann einfach nicht verlieren. Das Gerät ist kaputt. Ja. Ich bin mir sicher, du hast nichts zu tun. Nee, schon gut, schon gut. Ich wollte nur... Ich wollte dich nicht vertreiben. Dich möchte ich vertreiben. Ganz kurz einmal weg. Danke. Weiter weg. Na komm schon. Hinfort mit dir, danke. Ja, du bist etwas langsam, oder? Hey, ich guck genau in die Mitte deines Kopfes und du bleibst einfach stehen. Ich dachte, ihr bewegt euch dann, wenn man da hinguckt. Ja, so ein bisschen ja schon, aber nicht so richtig. Sie ist verunsichert. Soll ich durch diese gefährliche Tür gehen oder nicht? Ja, sie hat's geschafft. Noch einen Schritt. Okay, danke. Ja, hier ist ja noch jemand zugewiesen. Wie schön. Keine Stellen für Arbeitslose gefunden. Hier ist noch ein Restaurant zum Beispiel. 7 Leute sind noch hier, die keine Beschäftigung haben. Die stehen jetzt einfach so irgendwo in der Ecke und quarzen sich eine oder was. Vielleicht sind sie oben. Oder sie könnten natürlich auch da drüben sein. Was ist mit dem Artillerieteil? Da haben wir auch noch niemanden zugewiesen, glaube ich. Auch hier haben wir noch was zu tun. Und hier oben haben wir auch noch was zu tun. Da bin ich ganz sicher, aber vielleicht sind sie auch alle oben. Da ist... Der Händler ist da. Aha. Wir haben die Rampe. Und wie sieht's aus? Oh, gut. Oh, schade, da ist niemand. Ja, hier ist aber noch genug zu tun. Aber es ist niemand hier sonst. Und das ist gut, dass der Händler auch mal hier zum Getränkeautomaten geht. Und wo will er hin? Na, er bummelt nur so ein wenig durch die schönen Geschäfte. Ach, da vorne ist der Arzt. Wo er jetzt steht. Hast du dich verletzt? Hier ist kein Arzt. Schade, oder? Hast du gebetet gerade? Hoffentlich kommt der Arzt. Hoffentlich kommt der Arzt. Ach so, du trinkst doch was. Ja, super. Das freut mich doch. Hast du all die anderen Leute irgendwo gesehen? Stecken die irgendwo fest? Ja, müssen wir denn hier eine Glocke bauen? Vielleicht müssen wir eine Glocke bauen.
auf dem Dach können sie ja nicht sein. Nein, die fahren doch keinen Aufzug. Ja, die kommen auch manchmal so darauf. Manchmal weiß ich gar nicht. Manchmal weiß man gar nicht, wie sie das schaffen. Ja, ja, wir wollten sowieso nicht bauen. Sind die wirklich alle da im Haus unten? Das glaube ich nicht. In diesem Eckhaus, das glaube ich einfach nicht. Curie, bleib ruhig unten. Wir kommen auch. Ja? Ja. Oh, da ist doch jemand gewesen. Du hast angeblich zu tun und du hast auch zu tun. Wer hat denn nicht zu tun? 61 Essen fabriziert ihr. Alle Pflanzen sind hier... werden bedient. Bei 6 Farmern nur, das sind hier mehr als 6 Farmer. Ihr habt euch da eingeschlichen, ich weiß das ganz genau. Gut, eine andere Möglichkeit ist es natürlich zu warten, bis es Nacht ist und dann zu gucken, wer liegt in seinem Bettchen und wer nicht. Scheint wirklich was zu werden. Das wäre noch eine Möglichkeit. Wo sind die 6, 7 geblieben, die da fehlen? Die haben wir einen Brahmin, das zählt nicht. Auch wenn es 2 Köpfe hat. Hier ist nichts gerade. Nö, hier ist nichts. Du bist Wiseman, oder? Ich kann dich bei Bedarf zusammenflicken. Schon gut. Wiseman, alles ist gut. Jetzt echt eine Glocke bauen, ja. Der da drüben sieht mir aus wie eine Wache, aber was... Es gibt nicht mehr viele Ärzte. Na, schon gut. Ich weiß, du willst mir deine Dienste andrehen, aber wir sind gesund gerade. Sind wir? Oh. Sieht aus wie eine Wache, hat eine futuristische Waffe in der Hand, aber ist auch schon beschäftigt, oder? Ja, natürlich. Der kümmert sich doch hier um die Terwehren. Wiseman ist ein großer Mann, Jones. Und ein großer Anführer. Außerdem verdanke ich ihm mein Leben. Ja, der ist cool. Ich mag Wiseman. Ich mag euch alle hier. Ja, tut mir leid. Entweder wir bauen hier eine Glocke auf, oder haben wir nicht noch eine eingelagert zufällig? Oder wir versuchen unser Glück nochmal am... Bewohnerverwaltungssystem von Vault-Tec, aber Vault-Tec, die Sachen sind doch alle kaputt von Vault-Tec. Die Pip-Boys sind kaputt, die Computer, alles funktioniert nicht so richtig, die haben alle Bugs. Vielleicht haben wir hier so eine Glocke noch eingelagert, nein. Ja, oder wir warten, bis es Nacht wird, ist ja nicht mehr lang hin, dann gehen alle vom Feld und irgendwann auch mal schlafen. Dann brauchen wir nur in den Betten nachzusehen. Ah, das ist unpraktisch, wenn wir die Glocke dorthin stellen. Erstmal stellen wir die hier mitten in den Weg. Da können wir alles schön sehen, wenn die sich um die Glocke herum sammeln. Macht mal Feierabend jetzt. Ach, wir hätten ja auch so eine Pausenampel aufstellen können. Dann wären sie ja auch alle gekommen. Oder sie hätten alle Pause gemacht. Oder wir gucken in den Betten. Ja, sind denn hier nur Farmer? Lass das Cricket nicht sehen. Die dreht ja hier total am Rad, wenn die in den anderen Siedlungen schon findet, dass es dort zu viele Farmer gibt. Was ist los? Ring. Ich wollte nur mal das Geräusch hören, sonst... Oh nein, wieder was ihr bitte nicht nachmachen solltet. Wenn ihr irgendwo anklingelt mal und...
bei Fremden vielleicht noch, in einer fremden Stadt, nicht unbedingt, aber es gibt auch in der nicht fremden Stadt Fremde. Dann sagte ich, wollte einfach nur mal hören, wie sich das anhört oder anrufen. Ja, ich wollte nur mal hören, wie sie heißen. Oh, okay, ist schon gut. Schönen Tag noch. Verrückt. Bitte nicht nachmachen. Das, sowas macht man nicht. Das würde mich aber wundern, wenn ich so einen Anruf mal bekommen würde. Ich habe schon mal eine sehr seltsame Umfrage bekommen. Da hat man schon an der Stimme gehört, dass das ein kleines Kind war. Also nicht ein ganz kleines, aber schon so ein jüngeres Kind. Und ich muss sagen, nicht schlecht. Und hat das die ganze Zeit durchgezogen. Und nicht schlecht erstmal, dass es so lange gedauert hat, die Umfrage. Also die hat sich da wirklich, so doof waren die Fragen auch nicht. Ja, doof sind Fragen sowieso nicht, tut mir leid, so meinte ich das nicht. Aber ich meine, wenn man so Scherzanrufe oder sowas macht, dann... Ja, dann kommen ja auch manchmal so ein paar... Ja, da merkt man ja schon, dass es nicht ernst gemeint ist. Ne, die hatten schon irgendwo Sinn irgendwo. Anfangs dachte ich, die hat nur eine komische Stimme, aber so im Nachhinein habe ich doch gemerkt, dass das ein jüngerer Mensch ist. Und, ja, wie gesagt, was mich gewundert hat, haben Sie mal 5 Minuten Zeit, um an einer Umfrage teilzunehmen? 5 Minuten, naja, eigentlich nicht und nee, aber ja gut, okay, worum geht's? Und das Ganze hat dann 45 Minuten gedauert, also Respekt. Ja, vielleicht mochte sie meine Stimme, man weiß es nicht. Ja, Leute, ihr seid alle beschäftigt hier, es tut mir leid. Dann geht schlafen, ich hab nichts für euch. Kann nichts tun hier. Wir gehen auch mal schlafen, dann können wir vielleicht am nächsten Tag hier nochmal Wasser bei euch abgreifen. Oh, wir legen uns mal hier schön ins Bett rein, ins Saubere. Ja, das war eine witzige Geschichte. Ich habe nämlich ein Notfallhandy oder ja, sowieso Notfallhandys finde ich gut. Und eine Nummer, die ich nie benutze, die wirklich nur dafür ist, dass wenn alle Handys mal ausfallen, damit das dann noch da ist. Eigentlich blöd, wenn alle Handys ausfallen, dann stimmt was mit dem Netz nicht, oder? Dann wird das ja wohl auch nicht funktionieren. Ja, sei es drum, es ist halt so eine Notfallgeschichte. Früher hatte ich das auch immer dabei, falls da eine Akku mal versagt. Dann können wir mal sehen, wie paranoid einer sein kann. Am besten 20 Handys dabei haben, falls bei dem einen auch mal das Licht ausgeht. Wer bist du denn hier? Wache. Ja, Notfallhandy, nie benutzt die Nummer. Und das ist ja das, was mich da bei der Umfrage dann am meisten stutzig gemacht hat. Wo haben die dann die Nummer her? Also, so ein Vertreter von, weiß ich gar nicht, Telekom, glaube ich sogar. Was? Der meinte ja, ich würde in irgendeiner Liste stehen und ich hatte mich kurz vorher erstmal über diese Black-White-Listen informiert und da kann man sich tatsächlich eintragen lassen. Und dann sollten seriöse Firmen zumindest, sollten dann... da ihre Klinkenputzer auch informieren, dass sie gewisse Haushalte gleich umgehen können. Ich weiß nicht, ob das heute immer noch Gesetz ist, aber das Ganze gab es mal und von daher wusste ich, was er da erzählt hat, geht nicht. Und das gleiche Witzige passiert auch mit der GEZ, wenn die... Okay, jeder hat, glaube ich, schon darüber gelesen, mal irgendwo was gehört, dass da Hunde GEZ bezahlen mussten. Und bei mir war das auch so und ich, also nicht, das ist mein Hund, ich habe keinen Hund. Um Gottes Willen, mein Herz. Oh nein, ich kriege gleich Panikattacken, wenn ich nur dran denke. Und bei mir war das so eben, dass unter meinem Pseudonym ich was bezahlen sollte, dabei war das auch noch falsch geschrieben. Und da, das war für die Telekom, eindeutig Klinkenputzer für die Telekom. Ja, sie bezahlen zu viel, zeigen Sie mal Ihren Vertrag. Ich sagte, ich habe das erst, das ist alles in Ordnung. Ich mache das alles selbst, ich kann das, ich weiß, wovon ich rede. Ja, zeigen Sie doch mal, oder sagen Sie mal so ungefähr. Wieso zeigen? Zeigen, wieso? Ich muss nichts an der Tür zeigen. Voll aufdringlich. Und dann die Frage, wo haben Sie denn, wie kommen Sie eigentlich auf mich? Wo haben Sie denn meinen Namen her? Der hat mich dann ja auch so angesprochen mit meinem Pseudonym. Auch noch falsch. Aber naja, sei es drum. Ja, wir haben ihre Namen, wir haben alle erfasst. Alle werden erfasst, alle werden angeschrieben, wollte ich sagen. Nein, wir kommen zu allen Leuten. Wir haben das,
auf so einer Liste. Das geht nicht. Natürlich bin ich unter meinem Pseudonym nirgends gemeldet. Einwohnermeldeamt technisch. Also erstmal sehr aufdringlich, dann auch noch Lügen, was ich sowieso so ziemlich das Schlimmste finde. Und also bei solchen Berufen sowieso, wenn es da um... Wieso sind wir jetzt so langsam? Was ist denn da los? Achso. Wenn es da um Umgang mit Menschen geht oder so, da hat meiner Meinung nach, wenn es nicht gerade jetzt auf der Demenzstation ist, nicht sehr viel verloren. Ja, auf der Demenzstation, da geht's halt manchmal nicht anders. Da muss man schon mal... Ja, was heißt lügen, aber... Na, man will die Leute ja nicht unnötig noch in Stress und Panik versetzen. Allerdings ist das eine Erfahrung, da möchte ich jetzt nicht und schon gar nicht am Ende der Folge drüber sprechen. Es gibt auch... Ja, das war doch eine witzige Erfahrung mit dem... Ja, wir haben alle erfasst. Wir kommen zu allen, wir haben alle Namen, wir haben alle... Wie heiße ich nochmal? Ah. Oh nein! Wir haben den Red Tier hierher gelockt. Curie! Ich setz 10 Kronkorken auf Curie! Curie, du schlägst den Hirsch! Jawohl, du bockst den Hirsch! Super! Juhu! Nein, nein, nein! Leute, guckt mal alle weg! Ja, wieso haben wir die Folge nicht schon längst beendet? Unser Maskottchen, bitte nicht. Curie, sei friedlich. Kann man denn... Nein, da kommt zu spät. Curie, du bist gefragt. Der haut doch schon ab. Lass ihn doch. Irgendwas tritt er da. So sieht Gerechtigkeit im Commonwealth aus. Nein. Ihr seid drauf. Und all das in einer Folge. Wie tragisch. Vorhin haben wir ihn noch zugeguckt, wie friedlich sie da... getollt haben im Gras. Der tote Red Hirsch. So wirst du nie ein Maskottchen. Haben die Grafik verbessert? Also diese blauen Adern. Ich habe das Bild, das Kanalmaskottchen, ja auch bearbeitet. Mir ist gar nicht aufgefallen, dass hier so blaue Adern sind. Oder ist das ein... Da, das kann eine andere Sorte sein, vielleicht. Albino ist Albino. Was für eine andere Sorte denn? Haben wir jetzt Albino-Red-Hirsch-Fleisch bekommen? Ist das besonders? Oh, das tut mir so leid, wie friedlich er da liegt. Er schläft nur. Liebe Welt da draußen, nicht mit solchen Bildern am Ende. Also, ich sage mal, dieser Red-Hirsch, er schläft nur. Er ruht sich etwas aus. In der Sonne. So wie er es gerne hat. Ja... Denkt lieber an den witzigen Telekom-Vertreter, wenn das sogar von der Telekom war, so aufdringlich und frech wieder war. Weiß ich nicht, das war witzig. Ja, lasst euch nicht an der Nase herumführen, macht ihr sowieso schon nicht. Und ja, genau, lasst euch nicht foppen. Macht ihr auch nicht, ich weiß. Das ist aber nicht mein Schlusswort, oder? Abmoderation geht hier anders. Wie machen wir das? Irgendwas mit... Daumen? Hey, 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 ich weiß. Lieben Dank für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Ihr, liebe Welt da draußen, habt die Ehre, ihr dürft mir auch folgen, ihr könnt mir auch folgen. Und wenn ihr mehr erfahren wollt, solltet ihr vielleicht auch mir folgen. Und zwar auf Facebook, facebook.com/RichieBier. Oder... auf twitter.com/RichiePier mit P, Twitter, und auf vid.me/RichieBier, genauso wie hier. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.